Trainer, im dritten Test die erste Niederlage. Wie sind heute deine Eindrücke vom Spiel? Ja, erste Halbzeit haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, haben den Gegner sehr gut dominiert, hatten viele Chancen, haben die Tore nicht gemacht. Ja, der letzte Pass hat auch ein bisschen gefehlt, haben aber trotzdem aus den Chancen, die wir hatten, kein Tor gemacht, haben hinten aber nichts zugelassen. Zweite Halbzeit war ich überhaupt nicht zufrieden, ja, das war nicht genug. Ja, da müssen wir einfach eine Steigerung sehen. Da hat uns der Gegner genau das, was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben, hat der Gegner mit uns vor allem die ersten 20, 25 Minuten der zweiten Halbzeit das Spiel bestimmt und hat dann auch durch ein Geschenk von uns mit 1-0 gewonnen. In der Vorbereitung zählen ja die Ergebnisse sicherlich nicht, oder zumindest wird denen keine große Aufmerksamkeit zugewinnen. Inwieweit wirst du, sagen wir mal, das Spiel vor dem Hintergrund, dass du jetzt im Moment noch zur Halbzeit immer komplett wechselst, wie lange wird das noch weitergehen, bis du sagst, ab jetzt spielen wir tatsächlich mit unserer vermeintlich ersten Elf? Ja, vermeintlich ersten Elf, das wird sich schon noch ziehen. Also da brauchen wir jetzt nicht drüber nachdenken. Jeder hat seine Chancen immer wieder. Aber klar wird es jetzt ab dem Trainingslager, das heißt das Köln-Spiel, machen wir nochmal 45-45. Sollte nicht irgendjemand ausfallen, dass wir einen durchspielen lassen müssen. Wenn wir die Anzahl an Spielern haben, dann spielen wir das mit 45, hat jeder seine Chance. Und danach, ab dem Trainingslager, wird es natürlich schon in die Richtung gehen, dass wir eine Formation finden müssen, ja, dass wir uns einspielen müssen. Und jeder hat dann seine Chance gehabt und entweder genutzt oder ist eben hinten dran und muss sie dann eben wieder 40 verdienen. Wie froh ist man als Trainer, dass man anders als in der letzten Saison, wo du quasi ja mittendrin eingestiegen bist, dass du jetzt eine komplette Vorbereitung hast, um der Mannschaft deine Spielidee näher zu bringen? Ja, ist immer von Vorteil, ja, weil man einfach mehr Zeit hat, mit der Mannschaft zu arbeiten, ja, und seine Vorstellungen auch der Mannschaft mit der Mannschaft erarbeiten kann. Ja, das ist halt das, was kurzfristig nicht so gegangen ist. Trotzdem haben wir es relativ schnell ganz gut hinbekommen, vor allem was die Defensive angeht. Ja, und jetzt müssen wir eben schauen, dass wir auch fußballerisch und mit Ball das Ding nochmal ein bisschen nach vorne treiben, dass wir vor allem auch fitnessmäßig eine Schippe noch drauflegen. Ja, und die Frische jetzt auch kommt. Ja, die Jungs haben jetzt noch 10 Tage, wo sie wirklich hart knüppeln müssen, hart arbeiten müssen. Und ab dem Moment gibt es dann eben auch die Frische zurück. Dankeschön. Bitte.